It's been hard to walk this way. I'll reach my destination someday. Standing here at the end of the line, and the only lasting things are the memories in my mind. The smoking flames are to flee from. Zu dem Ganzen ist es erstmal gekommen dadurch, dass sich in der Nähe meines Wohnortes ein Flüchtlingslager befindet und das Netzwerk ein Come-Together-Picknick veranstaltet hat. Und es kam einfach die Idee auf, du machst Musik, ich mach Musik, machen wir was zusammen. So ist die Idee geboren, dass wir ein musikalisches Projekt gemeinsam machen. Und dadurch haben wir uns dann auch mit österreichischen Künstlern aus ganz Österreich vernetzt und haben einen Chor aus Flüchtlingen zusammengestellt, und war eine tolle Erfahrung. Also es gibt viele Organisationen, die helfen, und es gibt viele Menschen, die helfen, aber Train of Hope ist eine besondere Organisation, weil sie durch freiwillige Hilfe in kürzester Zeit wahnsinnig viel erreicht haben, und das ist bewundernswert. Solche Projekte dürfen nicht vergessen werden, und deswegen wollen wir genau an Train of Hope spenden. Also ich finde das ganz toll, dass es so viele Menschen gibt, die freiwillig helfen wollen, die wirklich von diesem Thema berührt sind, die das nicht kalt lässt, und deswegen wollen wir auch mitmachen. Der Song selber ist zustande gekommen genau durch diesen Kontakt mit den Menschen. Ich habe den Menschen in die Augen gesehen, während sie mir ihre Geschichte erzählt haben und geweint haben. Das war eine emotionale Sache, und so ist der Text auch entstanden. Das ist wirklich die Geschichte eines Flüchtlings. Yeah,